Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von WWE 2K15 Showcase Mode. Wir wurden das letzte Mal ja leider abgeschnitten. Und also das letzte Match müssen wir wiederholen. Wenn es euch nicht gefällt, dann schreibe ich irgendwo dabei, wann das Match vorbei ist, weil das habt ihr ja schon gesehen. Aber ich dachte, bevor ich jetzt spiele und dann am Ende nochmal, das können wir aber springen, und dann am Ende nochmal rechtzeitig alles starten muss, die Aufnahme starten muss, bevor dann das Ding läuft, da habe ich mir gedacht, da mache ich es dann besser so, dass ich es jetzt einfach nochmal komplett spiele. Jetzt weiß ich ja auch, wie es geht. So, also jetzt weiß ich ja, wie alles geht. Auch die, wie der Springboard-Move geht. So. Und das Match ist auch zweimal schön anzusehen. Und deshalb, diesmal strenge ich mich an, dass ich es auch in der richtigen Reihenfolge zeige. So, als ich abgekommen habe, ne? Das hat, ja. Da. Wow, oh, der Flug war hoch. Also, das war ja wirklich jetzt über den Wolken bald. So, ein Doppel-Chokeslam und er steigt über mich. So, ich kann nämlich auch kontern. So, ja, Big Show hat ihn mir gut in die Hände gespielt. Ah, Mist. Ja, John ist ja gut. Du nervst. So, und... Boop! There are times when I question AJ Lee's sanity. But making this triple threat match was a stroke of genius. I gotta agree, King. Nice. AJ Lee, who became Raw General Manager at the historic 1000th episode of Raw, has really gained credibility by making this match tonight. Yeah, but then she loses some of that credibility. Oh, guck mal. Was das war das? Did at Raw 1000. Das war gerade lustig. Muss ich jetzt mal sagen. Ich bin gerade in der Luft. CM Punk actually offered his hand to John Cena. So. So, jetzt kommt. Oh, jetzt sind wir hier. Jetzt ist halt wie immer die typischen Probleme bei diesem Modus, dass halt jetzt John Cena eigentlich mit dem Ring lag, aber dem kann man verzeihen. Ja, so, Cena ist am Boden. Ah, das können wir ja auch überspringen. Das kennen wir ja auch schon, ne? So, und jetzt Show-Moderaten-Schaden. Und ich hoffe ja, dass das Spiel diesmal nicht wieder abstürzt. Ich freue mich ein bisschen hier drin. That is the number of days since John Cena has been WWE Champion. Well, if he doesn't get it going here soon, that number will be 294 very quickly. But if he does manage, woohoo! Habt ihr das gesehen? John Cena's 11th WWE Championship reign. Yeah, that would be huge. Will rein. Big Show shows us some clever offense here. Fucking Big Show. And when we talk about the serious injuries that John Cena's had to overcome, maybe nothing stands out more. And Cena returning from major neck surgery in Survivor Series in 2008 to win the Nein. World Heavyweight Championship. Oh, no, you're right. We weren't sure if John Cena would ever be able to so, perform again. Period. Ja, toll. Jetzt mit dem Eckenzettel. Hey. This be it? And he stops the count. Oh, nice counter. He was one step ahead on that one. John Cena. Natürlich. With the attitude adjustment. Attitude adjustment. Jetzt verliere ich wahrscheinlich mal. This could do it. Two. And Punk gets the shoulder up. Ich war jetzt wieder im falschen Spiel. Ich wollte gerade wieder rauskommen, indem ich einfach ganz schnell alle möglichen Tasten drücke. Uff.
Da habe ich dem John Cena aber wehgemacht. John Cena und CM Punk defeated Big Show and Daniel Bryan in Tag Team Action. Yeah, given what they've been through, I'd say John Cena and CM Punk. Zeig du deinen Signature, Big Show. So, und jetzt zeigst du noch deinen Finisher. CM Punk is scaling the ropes. Look at this. Genau. Zeig den Finisher. Und jetzt, ja gut, das Cena ist schon weg jetzt, das Comeback. Jetzt zeigst du dein Comeback nicht an mir. Alter, ja, ich benutze jetzt mal keine Schimpfwörter, das Video wird wahrscheinlich oft geguckt. Jetzt zeig doch deinen Comeback-Move an ihn. Es geht immer noch weiter. So schön. Lass mich. Scheiße. Oh, Cena, rette mich. Ach, danke. Wow. Ja, nicht so retten. So, es ist gerade, he was able to reverse that. Aber ich manchmal versuche ich dann Englisch weiterzureden, sorry. Aber ich hab's irgendwie nicht reversed, ne? Ha, ich bin sogar rausgekommen. Ah, Mist. Au. Wie mich einfach jeder hasst. Au. Ein schönes Bein. So. And Punk kicks out. What a rescue there. This is dangerous. CM Punk making a move. Bam. So. Do it right there. Dude. No, he kicks out at two. So, Ecken Signature. So. Oh, look at this. Und hat er gekontert. So strong, but hey, Cena off the top rope. Leg drop to the back of the neck. So, und jetzt kommt. Ja gut, ich kann es ja wieder überspringen. Das Match wurde neu gestartet. Ding, ding, ding. This changes everything. And this has got to be it. In an early kick out in this unusual matchup. With the championship at stake, you know these superstars will give everything they have to win here tonight. So. CM Punk has been so concerned. Jetzt ist das Ganze auch wenigstens in der richtigen Reihenfolge. Ist doch schön, oder? I really don't think there's any lack of respect. Will it be? And Big Show has so much strength. It's almost impossible for anybody to hold him down for a three count. Ja, ja, Big Show ist so stark, den kann keiner pinnen. Zack. Ich mach beide. Oh, his body has to be broken right now. Eins, zwei, drei. Der hat nämlich noch nichts abbekommen. Der bekommt jetzt den hier ab. Und Big Show bekommt dann den GTS. Oder den Anokana weiß ich nicht. Der geht doch auch. Ach scheiße, ich muss durch Pinfall gewinnen. Nein! 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 Scheiße. Naja, ist nicht so schlimm. Habe ich was nicht freigeschaltet. Mache ich allein. Punk is a guy who says he's a man of the people, says he's the voice of the voiceless, but all he's been lately is an insecure dude that constantly has to tell you how good that he is. I am the WWE Champion, and I've been the WWE Champion longer than you ever have been.
We are back live on Monday Night Raw. Alberto Del Rio versus John Cena. Falls count anywhere. Hey! CM Punk's back! What happened to his personal day? And then Punk's actions hadn't been heinous enough. Look at who he leads with. Paul Heyman. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. And I'm here tonight to pay homage to a man of such extraordinary character. Show me respect! That he proudly and publicly pontificates himself to be... I'm the best in the world! A Paul Heyman guy. You've been really, really loud these past weeks. I am the best wrestler. I am the best talker. But I say it because I am it. You don't even know who CM Punk is. You think because you have this, you are justified respect. No, the reason you have that and have kept it is by any means necessary, and that does not define a champion in my eyes. You are in serious jeopardy, the Night of Champions, of losing this. Na, da war gerade eine Szene mit Bret Hart. Den hat man schön im Hintergrund noch stehen gesehen, so halb. Entschuldigung. 2K Showcase. Boston, Massachusetts. Night of Champions. So, damit ist unser neuer Champion zusammen mit Paul Heyman zurück im Ring. Jetzt kommt sein Gegner. Ich gehe mal davon aus, John Cena. Was ein Zufall. Dass diese Ansage immer irgendwie ein bisschen zu spät kommt zu den Lippenbewegungen, das gefällt mir nicht. Gut. Dann würde ich sagen, kann's losgehen. Ladies and gentlemen, this contest set for one fall is for the WWE Championship. Introducing first the challenger from West Newbury, Massachusetts, weighing 251 pounds, John Cena. And his opponent, from Chicago, Illinois, weighing 218 pounds, he is the current WWE Champion, CM Punk. The WWE title is nearly 50 years old. It went into effect in April 1963 with Buddy Rogers as the first champion. Yeah, and only the greatest along the way have held the title, including names like Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Bob Backlund, superstar Billy Graham, and of course, John Cena.